Sie sind hier, 21. Dezember 2018, 15.30 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern der 1. FC Köln konnte zuletzt über 5 Siege in Serie jubeln. Urheberrecht Getty Images. Am letzten Spieltag des Jahres empfängt Köln den VfL Bochum. Die formstarken Kölner wollen wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Fürth gastiert in Sandhausen. Am 18. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt der 1. FC Köln den VfL Bochum. 2. Bundesliga, 1. FC Köln, VfL Bochum ab 18.30 Uhr im Live-Ticker. Die Kölner präsentierten sich zuletzt hervorragend in Form und feierten 5 deutliche Siege in Folge mit einer Tordifferenz von 20:1. Nach nur einem Punkt aus den vergangenen 3 Partien und nur einem erzielten Tor haben die Bochumer vorerst den Kontakt zu den begehrten Aufstiegsrängen verloren. Von den 8 Hinrunden Auswärtsspielen hat der VfL nur eines gewonnen, 5 Unentschieden und 2 Niederlagen. Sandhausen und Fürth wollen Negativlauf stoppen. Im letzten Spiel des Jahres wollen der SV Sandhausen und die SPVGG Greuther Fürth jeweils ihren Negativlauf beenden. 2. Bundesliga, SV Sandhausen, SPVGG Greuther Fürth ab 18.30 Uhr im Live-Ticker. Die seit 8 Pflichtspielen sieglosen Sandhäuser, 4 Unentschieden und 4 Niederlagen, spielten zuletzt 2-mal in Folge unentschieden. Fürth ist mit 3 Niederlagen in Folge ohne einen eigenen Treffer in das Tabellenmittelfeld abgerutscht. Service-Tabelle der 2. Bundesliga. Das in Rundenduell zum Saisonauftakt konnten die Fürther mit 3:1 für sich entscheiden. So können sie die 2. Bundesliga live verfolgen. TV, Sky Stream, Sky Go Live Ticker, Sport 1. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Mehr.